Lagerzieher ist das. So, nach der kleinen Schaukantur hier vorne kommen wir jetzt zu der nächsten, unsere Rock'n'Roll-Show. Zwei Paare, ein Paar aus Wiesbaden, ein Paar aus Hamburg, sind eingetroffen und wir freuen uns drauf, euch jetzt hier in Brückenberg begrüßen zu dürfen und erwarten wir heute eine tolle Rock'n'Roll-Show. Oh,
glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Rock'n'Roll ist toll, aber leider bekommt man immer weniger Rock'n'Roll-Paare, weil sie anstrengend ist. Man muss, um das zu leisten, mindestens die Woche dreimal aktiv trainieren oder sogar noch mehr. Aber hier beide, das sind zwei Paare, die machen das nur aus Showmäßig. Und dafür sind wir ganz glücklich, denn wir mussten extra aus Wiesbaden und aus Bad Homburg anreisen, damit wir heute Abend in der Spanien fahren. Danke, Herr Kollege. Ja, ganz links von mir ist die Kirsten und der Bernhard. Finde ich so eine kleine Ausnahme, denn haben wir schon viele Rock'n'Roller hier in Grünberg und in Pommern und ich begrüßt. Aber die beiden tanzen nicht nur Rock'n'Roll, sondern auch noch lateinamerikanisch und orthodoxer Standard und verbringen also viel Zeit im Tanzen und haben sich entschlossen, im nächsten Jahr den Bund der Ehe einzugehen. Tja, und dann habe ich hier neben mir den immer noch amtierenden deutschen Meister in Hebefigur. Es gab mal zweimal eine Meisterschaft, die hatte beide gewonnen. Auch wenn man sich nochmal anguckt, was hier ist, ne? Ja. Das ist schon sehr gut, was der Sascha hier bringt. Und von Anna, ich habe gerade von Daniel gehört, hast du mal so im Hohen ganz kurz angefangen hast. Ja, das ist ganz normal, da hast du deine Liebe für Rock'n'Roll entdeckt und Wahnsinn. Tja, die beiden tanzen jetzt auch schon, wie lange zusammen? 3 Jahre, wunderbar. Und dazu hat er mir gerade gesagt, was er morgen vorhat, tanzt er noch in einer Formation und hier und da und dort mit 3 oder 4 verschiedenen Partnerinnen immer Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Das ist einfach so, Rock'n'Roll ist versucht. Entweder man liebt alles und macht dafür alles oder man braucht gar nicht erst anfangen. Und das hat die beiden hier gezeigt. Sie lieben Rock'n'Roll, das hat man gesehen, das war mit Herz und Seele im Tanz. Tja. Wenn ihr noch Kraft habt und wenn Sie wollen, wollen wir noch ein paar Minuten sehen? Dann wird uns noch eine ganz kleine Zugabe sein. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr uns den Weg bis hier zu uns in den Funkelsberg gebracht habt. Vor allen Dingen, dass ihr den Nikolausabend hier mit uns
Nürnberg verbracht haben. Finde ich ganz, ganz toll. Das war so wunderschön. Und Sie haben